Willkommen zum zweiten Teil vom Vlog über den Redoop Mixon 4. Nick ist immer noch bei mir und mittlerweile haben wir das iPad Pro mit der DJ Pro App geladen. Richtig? Habe ich das genau, richtig gesagt? Ja, das ist so. Die DJ Pro App von Algorithm. Genau, von Algorithm. Und du hattest mir gerade schon ein bisschen was gezeigt und das, was ich empfunden habe, ist, dass das hier wirklich sehr nativ verarbeitet ist. Also ein sehr, sehr flüssiges Spiegelbild von dem Gerät im Blick auf die Software, beziehungsweise App in dem Fall. Denn wie ihr seht kein Mac, PC, schlag mich tot. Es ist wirklich gerade nur dieses iPad mit dem Mixon verbunden. Und wie läuft das Ganze denn ab? Wie flüssig ist es denn? Sehr flüssig. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt von der Umsetzung auf den iOS-Devices. Einfach weil die App wirklich sehr, sehr stabil und flüssig läuft, hast du ja bereits gesagt. Mhm. Also latenzarm, du hast wirklich nicht das Gefühl, dass dein iPad irgendwie rechnerlastig zu sehr beansprucht wird, sondern eigentlich ist es kein besonders großer Umstieg, so jetzt von Serato auf die iOS-App. Und das ermöglicht wirklich auch extrem mobil mit dem Gerät unterwegs zu sein und dabei nicht auf seine professionellen Ansprüche zu verzichten. Mhm. Zu Algorithm sei gesagt, die Jungs und Mädels haben da wirklich eine richtig gute Arbeit geleistet. Die arbeiten sehr, sehr nah mit Apple zusammen. Hatte ich, glaube ich, im vorigen Part auch schon gesagt. Ja, mag sein. Sprich, die haben auch einfach das Know-how und die Leute da, um sowas zu programmieren. Und wirklich fehlerfrei zu machen. Also da auf jeden Fall ein dickes Lob. Zur Anschlussseite sei gesagt, es wird hier einfach über so ein Lightning-Kabel connected. Das Coole ist auch, dass das iPad direkt geladen wird. Mhm. Über den Controller quasi? Genau, das wird über den Controller geladen. Sprich, man braucht da nicht irgendwie nochmal komplizierte Adapter, um das gleichzeitig noch in die Steckdose einzustecken, sondern das wird direkt über den Controller geladen. Ja. Vorausgesetzt natürlich, dass der mit dem Strom verbunden ist. Okay, klar. iPad-technisch passt alles in diesen Slot. Voraussetzung ist natürlich, dass es ein iPad mit Lightning-Anschluss ist. Aber sonst ist der Slot extra von der Breite so dimensioniert, dass auch jetzt das iPad Pro hineinpasst. Was für viele, glaube ich, schon irgendwie ein großes Plus darstellt, weil so kleine iPads, so gerade das Mini und das Standard, das ist halt auf Dauer für den ganzen Abend vielleicht doch etwas fummelig so, und das unterscheidet sich von der Größe jetzt nicht mehr so stark von einem MacBook. Monitor, so. Ja, klar. Also man hat da auf jeden Fall die ganze Zeit eine gute Übersicht. Und es ist auch der einzige Controller am Markt, der tatsächlich so einen breiten Slot für das iPad bietet. Also da gibt es eigentlich kein vergleichbares Gerät am Markt. Ja, und wir arbeiten auch sehr, sehr nah mit Algorithm zusammen. Wir sind quasi Hersteller irgendwie vor allem für iOS-Devices auch geworden mit der Zeit und haben neben dem Mixon 4 natürlich auch noch den Mixtour und das BeatPad 2 auf Lager so und haben da ein bisschen Expertise über die Geräte gesammelt und das versucht bestmöglich umzusetzen und jetzt quasi auch einen Flagship-iOS-Controller rauszubringen. Das sieht auch sehr so aus, als wenn das einiges können würde. Inwiefern sind denn die Funktionen von dem Controller, die wir uns ja vorher schon einmal in Serato angeguckt haben, quasi identisch oder ähnlich mit der DJ-App zu vergleichen quasi? Was kann ich hier machen an dem Controller, was in der, ja, wie übt sich das in der App aus quasi? Eigentlich sind die grundlegenden Funktionen sehr, sehr ähnlich im Vergleich zu Serato. Ein, zwei Sachen sind anders umgesetzt worden. Meiner Meinung nach aber nicht unbedingt schlechter oder besser, sondern wirklich einfach anders. Also manche Features fallen zum Beispiel weg und andere werden dafür ergänzt. Ich führe das jetzt einfach mal anhand der Performance-Modes aus. Ja, das macht am meisten Sinn. Genau, hier haben wir einfach wieder unsere Q-Punkt-Matrix, quasi 8 Q-Punkte, genau wie in Serato. Unterschied ist nur, auf dem zweiten Layer ist nicht der Q-Loop-Mode, sondern wir haben quasi Pad-FX, also so Instant-FX, die man wirklich benutzen kann, um Build-Ups zu kreieren oder live einfach ein bisschen einzugreifen. Ach cool, das heißt, du hast jetzt auf den Pads direkt Effekte. Genau. Ah, okay, alles klar. Das sind die Bit-Crusher, ja. Sind die internen Effekte von Algorithm, die werden von Sugarbytes zur Verfügung gestellt. Aha. Sprich, das sind auch sehr, sehr hochwertige Effekte, die wirklich gut klingen. Meiner Meinung nach auch wirklich gut einzusetzen. Also nicht so, dass sie irgendwie zu aufdringlich wären oder den ganzen Mix zerstören würden, sondern man kann dem Ganzen irgendwie noch so ein gewisses Flavor verleihen. Das ist ganz cool eigentlich. Loop Mode? Ja. Yeah. Haben wir eben auch schon angesprochen, die Loop Rolls sind tatsächlich genauso umgesetzt. Ah, okay, alles klar. Saved Loops gibt es in dem Fall nicht, dafür gibt es quasi einen weiteren Loop-Mode, der den Loop direkt toggelt. Also es ist kein Hold, sondern du hast auch eine Roll, aber du kannst den Loop quasi hier direkt toggeln und ein- und ausschalten, genau wie über die Auto-Loop-Funktion. Alles klar, alles klar. Sampler Page
Dafür stoppe ich den Track nochmal kurz. Ja, macht am meisten Sinn. Die Sampler-Page, da kannst du auch wieder Kits von der DJ Pro-App quasi reinladen. Mhm. Die Kits siehst du hier auf dem Display, die kann man erwerben und kann sich quasi zusätzlich Kits für die App kaufen. Und die werden dann auf den Pads visualisiert. In einem Kit sind immer 12 Sounds. Okay. Und die sind dann gleichzeitig auf beiden Decks abgebildet. Hast du quasi die ersten 6 auf dem Deck A in dem Fall und die zweiten 6 auf Deck B und kannst sie dann live triggern und auch quasi wieder on top spielen. Nice. Yeah. Hast du ein bisschen Okay. Hip-Hop- und Beatmaking-Erfahrung? Ein wenig. Aber nice, also auch da wieder für Controlerism, selbst da, nices Feature auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denke ich auch. Und was auch sehr, sehr cool ist, ist, dass die Pitch-Play-Funktion in DJ Pro nicht wegfällt, sondern eben auch implementiert ist. Dazu wechsle ich jetzt einfach mal kurz wieder, nehmen wir mal Deck B, zur ursprünglichen Ansicht, starte den Track. Jetzt können wir die Cue-Punkte anhören. Nehmen wir den, ne? Das ist auf jeden Fall wieder ein Cue-Punkt, den man dafür ganz gut verwenden kann. Genau wie in der Serato-Umsetzung auch wähle ich den Cue-Point mit Shift plus Cue-Point, in dem Fall der grüne, aus und kann den dann auch wieder melodisch spielen. Lass mal kurz die Seiten wechseln. Ich habe da ganz kurz eine verrückte Idee. Warte. Nice. Ja. Okay, das macht schon Bock. Das ist auf jeden Fall geil. Da sieht man auf jeden Fall, dass das ein Feature ist, was durchaus auch so spontan zum Jam oder eventuell sogar im Studio so für Verwendung finden kann. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall on the fly, macht das mega Bock, definitiv. Und das, ich möchte das nochmal ganz kurz sagen. Fuck, man, das ist ein iPad. Ja, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren hatte ich einen Rechner, der weniger Leistung als das Ding hier hat, okay? Und es ist total verrückt, mir vorzustellen, dass ich diese ganzen Funktionen in einem iPad mit mir mitnehmen kann, ohne irgendwie einen Rechner auf dem Tisch stehen zu haben oder unterm Tisch oder was auch immer. Also ich finde es total crazy. Ja, das ist schön, dass du da die gleiche Begeisterung teilst, so, weil mich hat es auf jeden Fall auch geflasht. Also wirklich so weit zu sein, softwaretechnisch auf dem iPad, dass die Umsetzung so tight ist und wirklich so latenzfrei, dass man nicht das Gefühl hat, man ist auf den Rechner angewiesen, sondern man kann das iPad wirklich auch mit professionellen Ansprüchen mitnehmen und hat wirklich eine so geringe Latenz, dass sogar Scratching und Cutting möglich ist. Also da gibt es auch ein paar Videos von uns, von unseren Artists, die auch mit DJ Pro von Algorithm arbeiten und auch live performen, auch was Scratching angeht. Und da sieht man auch, dass das mit der App tatsächlich möglich ist. So. Also, dass man da nicht mehr auf den Rechner angewiesen ist. Ich finde es abgefahren. Ich finde es wirklich abgefahren. Hinzu kommt nochmal, um das kurz zu erwähnen, das ist jetzt vielleicht nicht das Feature zum Mixern, aber generell im Hinterkopf zu behalten, dass wenn ihr einen Spotify-Account habt und einen Pro-Account, dann habt ihr wie viele Millionen Tracks? Ich glaube 30 bis 40 Millionen. Quasi, also das ist die größte Musiklibrary, die man haben kann. Und ihr habt einen direkten Zugriff quasi über dieses Gerät auf diese Playlist, wenn ihr halt einen WLAN-Zugang habt und einen Pro-Account von Spotify. Und ich glaube, dann könnt ihr schon selbst da 4 Streams gleichzeitig oder so, glaube ich, ist es. Ne? Ich habe das im Hinterkopf, das war schon vorher mal so bei dem anderen Gerät von euch, dass es da 4 Streams waren, die man da zeitgleich quasi benutzen kann. Abgefahren, einfach wirklich, wirklich abgefahren. Und von den Features her gesehen, ja, einfach nahtlos. Also ich bin immer noch total baff davon, was heutzutage geht. Ja, das freut mich. Mit dem iPad und dem Controller. Und gerade was die Spotify-Integration angeht, auch super interessant, jetzt nicht nur um von Spotify selbst aufzulegen, sondern um einfach auch die Möglichkeit zu haben, spontan auf Wünsche einzugehen, beziehungsweise einfach mal irgendwie online nach einem Track zu suchen und den direkt parat zu haben in der App integriert. Die werden auch offline gesaved, sprich, die sind nicht komplett abhängig von der Internet-Connection, sondern die werden auf dem Gerät zwischengespeichert und dadurch hast du auch keine Probleme bei einem Live-Setup, wenn dann irgendwie mal die Internet-Connection spontan ausfällt. Und ich muss das auch nochmal als Verkäufer, muss ich nochmal kurz eben sagen, dass das natürlich auch ein Konsumermarkt anspricht. Das muss jetzt nicht der DJ sein, der irgendwie im Club steht und sonstiges. Es kann genauso gut der Hochzeits-DJ sein, es kann genauso gut der Geburtstags-DJ sein oder der mobile DJ oder sonstiges. So, das sind auf jeden Fall Features, die sich dafür auch perfekt eignen. Das also, denke ich auch, ja. Find ich, ist ein klasse Markt, den man damit anspricht. Ebenfalls auch. Deswegen kann man, glaube ich, generell sagen, dass das auf jeden Fall ein professionelles Gerät ist, was aber eben nicht nur den Profi anspricht, sondern eben auch andere Konsumenten bedienen soll. Also Leute, die vielleicht im Einsteigerbereich gerade tätig werden und anfangen wollen mit dem Auflegen, aber auch Leute, die irgendwie schon auf ein paar Geburtstagen und spontan auf Partys auflegen. Also die sind mit dem Gerät auch dadurch, dass es so viele verschiedene Softwarelösungen und Hardwarelösungen in Form von iPad, Mac, PC etc.
anbietet, wirklich gut bedient und sehr flexibel. Nice. Wenn du nichts mehr hast, was du erwähnen wollen würdest, wäre ich soweit ziemlich zufrieden mit der Vorstellung, die du mir hier gegeben hast. Ich kann nur jedem empfehlen, das Gerät ist ebenfalls bald bei uns, im Shop natürlich auch dann anzutesten. Wir versuchen auch möglichst viele verschiedene Varianten auszuprobieren, um euch das antesten zu lassen. Sprich mit einem iPad, mit einem am Mac ist es glaube ich auch möglich mittlerweile. Ne? Ja, DJ gibt Pro. Es auch für, genau. Für den Mac. Genau, richtig. Also damit die Software auszuprobieren. Generell ist der Mixon kompatibel mit Android, mit iPad, mit der App in dem Fall. Das ist ja schwachsinnig. Also die App ist da auch so, aber mit Android halt machbar. Natürlich genauso gut am PC mit Serato, mit am Mac genauso. Virtual DJ, Traktor Mapping. Das Mapping erscheint direkt zum Release. Genau, also alles zusammengefasst, wie ich das vorhin schon gesagt habe, kommt dieser Hybrid, hast du es glaube ich genannt. Genau, ne? Das ist ein Hybrid-Design und speziell dahin ausgerichtet, ja. Wirklich funktional für verschiedenste Software- und Hardware-Lösungen dazustehen. Was mir gerade spontan noch eingefallen ist, eine kleine Sache so, aber ich glaube doch relativ wichtig und erwähnenswert, wenn man sowieso mit DJ am Mac arbeitet oder mit DJ Pro am iPad und man hat wirklich das Problem, dass ein Bier drüber gekippt wurde, dass das Gerät ausgefallen ist, irgendwas kaputt gegangen ist und man hat sowieso ein iPhone in der Tasche, so, dann ist es halt auch gar kein Problem, einfach sein iPhone als iOS-Device, sofern Lightning, an den Controller anzuschließen und auch darauf quasi DJ Pro zu fahren oder DJ 2 eben und das als Backup-Lösung zu nutzen. Und das finde ich schon eine coole Sache. Und vor allem, die iPhones werden eben auch immer leistungsstärker und auch da ist die Software wieder sehr, sehr gut umgesetzt. Einfach auch, weil die Software wenig Hardware-Ressourcen frisst, weil eben so nah an Apple entwickelt. Und ja, cooles Giveaway, denke ich. Auf jeden Fall ein gutes Ding. Also ja. Generell ist euch hier auf jeden Fall ein Controller gelungen, der so, ich glaube, auf jegliche Situation und Möglichkeit vorbereitet ist, einfach alles an Softwares anspielt und anspricht, die es da irgendwie derzeit am Markt gibt, die einfach auch up-to-date sind und eben wichtig sind für euch am Markt. Wichtig sind und die nachgefragt werden. Und von daher freue ich mich darauf, euch hier zu sehen. Beim Vorbeizukommen, ich spreche ein schwachsinniges Deutsch. Wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir alles gesagt, was wichtig ist. Ich denke auch, ja. Und wie gesagt, wir freuen uns. Preise findet ihr im Internet, wie immer. Dann lassen wir euch einen Link da. Auch nochmal vielleicht ein paar andere relevanten Daten, also Links zur App hier, die wir gerade vorgestellt haben. Vielleicht nochmal das und alles Relevante und Weitere findet ihr dann in den Kommentaren bzw. Beschreibung. Nick, ganz vielen Dank fürs Vorbeikommen. Gerne. Mit dem Controller. Und ich denke, wir sehen uns bestimmt ein paar Mal. Ne? Ich hoffe auch. Ja, ich hoffe auch. Und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Vlog und wir sehen uns.